Ah, ein Riesenhamster verfolgt uns. Hilfe! Was ist falsch mit dir? LOL! Das Schaf kann über Wasser laufen. Was zum Teufel? Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer Minecraft-Mod mit mir, dem Cop. Wir sind in der Schule und haben wieder die Schrumpf-Mod dabei. Das heißt, wir können uns vergrößern und verkleinern. Einfach großartig. Diese Erweiterung werden wir allerdings heute an neuen Tieren und Monstern ausprobieren. So lustig. Mit dabei Hamster, Igel, Frösche, aber auch Drohnen und vor allem Drachen aus der Ice and Fire-Mod. Das wird so cool. Wir erschaffen den größten gefährlichen Drachen aller Zeiten und vieles mehr. Ich möchte noch nicht allzu viel verraten, aber es wird spektakulär. Lumpi ist natürlich auch am Start. Hallöchen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Hier wartet bereits der erste Lehrer mit den Tieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Tier Nummer 1. Zack. Moment. Der Hamster. Zack. Okay, der ist richtig niedlich. Schaut euch diesen kleinen Fussel an. Oh mein Gott, es macht sogar Männchen. Hamster haben das große Problem, dass die so klein sind. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier diese Pille und machen den Hamster größer. Zack. Oh mein Gott, ist das abgefahren. Schaut euch diesen Hamster an. Wir haben den Hamster vergrößert. Können wir das Ding noch vergrößern? Noch größer? Oh. Kann doch alles nicht wahr sein. Komm da runter jetzt. Oh. Komm her. Komm her jetzt. Ich krieg den Hamster nicht mehr vor der Schule. Nein, da hinten. Ich seh's. Hamsterzilla, komm her. Du kannst dich einfach wegrennen. Das geht nicht. Das ist das Coolste, was ich je in Minecraft gesehen habe. Hey, Hamster. Wollen wir Freunde sein? Ah, ich glaube, es will mich zerstampfen. Ah, nein, nein. Der wackelt mit seinem Schwanz. Ich glaube, der hat Hunger. Das kenne ich. Guck mal hier, selbst die Wangen werden größer. Wie cool ist das denn? Oh Gott, ist das süß. Oh Mann, ich möchte so einen Hamster im echten Leben haben. Das ist voll cool. Schaut euch mal an, wie der hier am Boden sitzen kann. Schade, dass wir den Hamster nicht reiten können. Das wäre richtig genial. Jetzt wedel nicht mit deinem Schwanz in meinem Gesicht. Ich hätte hier noch einen Hamsterball. Funktioniert das? Oh oh. Sei ein braver Hamster. Ah, ein Riesenhamster verfolgt uns. Hilfe. Ah. Ah, lass mich! Was ist falsch mit dir? Ich kann stundenlang mit dieser Mod spielen. Können wir den Hamster auch verkleinern? Der Hamster ist genauso groß wie ein Pixel. Jetzt macht das Männchen. Der Hamster rennt weg. Bleib stehen. Halt. Wie der kleine Popel hier einfach wegrollt. Können wir den Hamster noch angeln? Komm her, Hamster. Bei Fuß. Komm her, Hamster. Komm her jetzt. Was machen wir hier eigentlich? Ich wollte die Mod mit verschiedenen Tieren ausprobieren. Jetzt angle ich die ganze Zeit einen Hamster. Hey, bei Fuß, Hamster. Bleib stehen. Nein, nein. Nicht so weit, nicht. Tja. Nein, Lumpi. Lumpi hat unseren Hamster aufgegessen. Hoffentlich hat das der Lehrer nicht gesehen. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war der Hund. Ich glaube, wir sollten mal das nächste Tier ausprobieren. Tier Nummer 2. Das ist ein Ferkel. Oh mein Gott, ist das niedlich. Hallöchen. Guck mal, wie es uns anschaut. Schaut euch dieses rosane Gummibärchen an. Hey, kleine Schweinchen. Wollen wir Freunde sein? Hey, bleib stehen. Keine Sorge, Schweinchen. Auf dich werde ich immer aufpassen. Versprochen. Kann ich dich verkleinern? Hey, nein, bleib stehen. Ha! Es rennt weg. Was? Nein. Schwein, nein, bleib hier. Jetzt ist es Matsche. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Nochmal. Du kannst die Kiste nicht essen. Was ist falsch mit dir? Warte, warte, warte. Das hier ist das Schweinchen. Also wir können das Schweinchen verkleinern. Zack. Aber ab einer gewissen Größe haut es ab, oder was? Hey, bleib stehen. Kann ich das mit einer Angel festhalten? Moment. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Bleib stehen. Bleib stehen. Da. Ah! Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm her jetzt. Moment, es läuft durch die Blöcke durch. Hier. Ach komm schon, Schwein. Wie ist sowas möglich, Herr Lehrer? Erklären Sie mir das. Blödmann. Das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Nochmal. Los, meine Schweine, lauft. Oh Gott, was habe ich getan? Nein, nein. Ein bisschen mehr Schwein hat niemanden geschadet. Schaut euch mal dieses riesige Schwein an. Können wir das vielleicht hochheben? Haha, so kann uns keiner mehr finden. Nein, Schweinchen, spuck den Lehrer wieder aus. Hä? Das Schweinchen ist gesprungen und ist gestorben? Könnt ihr mal aufhören, die Bäume aufzuessen?
Hä, was war das denn? Das Schwein ist vom Baum gepurzelt und ist gestorben. Ich glaube, das ist ein Purzelbaum. Nein, 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 lass mich. Ich bin keine gelbe Karotte. Alter, was ist das hier für ein krankes Abenteuer? Okay. Tier Nummer 3. Das ist ein kleines Küken. Das müssen wir auf jeden Fall vergrößern. Vom hässlichen Entlein zum hässlichen Schwan. Oh mein Gott, dieses Küken muss verdammt große Eier legen. Meint ihr, dieses Ding kann schon fliegen? Flieg, kleines Kükchen, flieg. Guck mal, wie das hier runtersegelt. Wie wär's, wenn wir mit dem Küken vom Dach springen? Können wir den vielleicht als Gleiter nutzen? Nein, 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 nein. Das ist zu gefährlich. So bescheuert kann doch keiner sein. Okay, los geht's. Flieg, kleines Vögelchen, flieg. Ach komm schon, das wäre auch zu warm, schön zu sein. Was ist falsch mit dir? Ist das ein Küken oder ist es der Schnatz aus Harry Potter? Der gelbe Flummi bin ich. Hör auf damit. Das Ding ist wie eine fette Wespe. Hilfe. Hallöchen, hat hier jemand die 86 zum Mitnehmen bestellt? Hallo? Das macht 6,99 Euro. Es ist gewachsen. Es macht 7,50 Euro. Noch ein Schritt. Yay. Guckt euch mal dieses riesige Glühwürmchen an. Hier, das ist für dich. Ist... LOL. Das Ding hat 7 Körner gegessen. Da muss er einen ganzen Baum essen, damit er satt wird. Geh weg. Dann als nächstes haben wir... Zack. Das ist ein Frettchen. Das Frettchen ist wie ich. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Hier, schaut euch mein kleines Würstchen an. Die wenigsten wissen, ich bin Frettchen-Experte. Fakt 1, Frettchen sind viel zu klein. Wie oft habt ihr schon versehentlich ein Frettchen die Toilette runtergespült, weil ihr sie nicht gesehen habt? Zu oft, zu oft. Deswegen haben wir dieses blaue Bonbon. Damit können wir es vergrößern. Zack. Das kann ich erklären. Das ist ein Sonderfall. Dieses Frettchen stammt aus Hogwarts. Das wollte zum Gleis 9¾. Deswegen ist es durch die Wand gelaufen. Das ist ganz normal, wenn das passiert. Das war Ron Frettchen. Weasley, Frettchen. Ist auch das Gleiche. Ich glaube, für dieses Video bekomme ich einen auf die Schnauze. Wir sind hier in der Schule. Wir müssen noch mehr über Frettchen lernen. Fakt 2. Frettchen sind süß, aber man kann sie auch salzig essen. Fakt Nummer 4. Frettchen können wie Schildkröten nicht richtig zählen. Fakt Nummer 5. Frettchen landen immer auf allen Vieren. Egal aus welcher Höhe sie fallen. Frettchen? Fakt Nummer 6. Frettchen mögen es, gestreichelt zu werden. Moment, können wir das Frettchen noch verkleinern? Das ist ein ganz kleines Würmchen. Ich glaube, wir müssen uns auch mal verkleinern. Sekunde. Hallöchen, hast du Hunger? Möchtest du diesen Keks haben? Den habe ich selber gebacken. Nein, Frettchen, komm zurück. Wieso mag niemand meine Kekse essen? Das kann doch nicht wahr sein. Dieses fiese Wiesel. Dann als nächstes haben wir ein Kalb. Die wenigsten wissen, ich bin Kuh-Experte. Okay, ich höre auf. Ich höre ja schon auf. Okay, mal gucken, was die Kuh so alles kann. Nein, nicht schon wieder. Kuh, nein, 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 nein. Ey, du blöde Kuh, komm von der Schule runter. Was kommt denn als nächstes? Schule versus Milch-Tsunami? Ich glaube, wir müssen uns vergrößern. Pam! Was soll das? Komm da runter jetzt. Wie viele Tiere müssen eigentlich wegen mir sterben? Das kann nicht wahr sein. Dann als nächstes haben wir Schafe. Guckt euch mal diese kleinen Dinge an. Die sind ja voll knuffig. Können wir dieses Schaf verkleinern? Nein, bleib stehen! LOL! Das Schaf kann über Wasser laufen! Was zum Teufel? Schaf! Nicht schon wieder! Nein! Schaf! Nein! Ich glaube, das Schaf ist Matsche. Komm zurück, Schaf! Halt dich fest, halt dich fest! Schaf, nein! Nein, nein, nein! Wo ist es hin? LOL, das Schaf hat während des Rennens gegessen. Ich will mich nicht mit dir in die Wolle kriegen, aber du stehst im Halteverbot. Dubstep-Schaf, schaut euch mal diesen Pfauen an. Wisst ihr eigentlich, was ihr alles mit einem Pfauen anstellen könnt? Man kann ihn ganz einfach verkleinern und dann kann man ihn im Sommer als Fächer nutzen. Das ist voll cool. Leider gehen die immer so schnell kaputt. Schaut euch mal diesen kleinen Frosch an. Können wir diesen grünen Grashüpfer auch vergrößern? Alter, hoffentlich ist er nicht giftig. Was? Habt ihr das gesehen? Der Frosch ist durchs Springen gestorben? Was ist denn mit dem kaputt? Ich glaube, das ist ein Knallfrosch. Der hat einen Knall. Und hepp. Eins. Er hat sogar Froschschenkel getroppt. Oh, das ist echt fies. Das ist echt gemein. Guck mal, der Frosch stirbt wenigstens nicht. Ah, Hilfe. Rabbit? Rabbit? Ich glaube, das sind sogenannte Einwegfrösche. Die funktionieren einmal, dann sind sie kaputt. Die Frösche sind wie Toilettenpapier, die kann man nur einmal benutzen. Dann als nächstes haben wir einen Igel. Oh mein Gott, das ist ja mal mega niedlich. Können wir den vergrößern? Oh, LOL,
Der Igel frisst die Frösche auf. Darf ich den Igel streicheln? Moment. Ah, nein. Ah, das tut weh. Ich habe den Igel gestreichelt. Jetzt hat er mich gestochen und ich hänge im Igel fest. Nein. Aua, aua, aua. Ich glaube, das ist ein sogenannter Käseigel. Natürlich. Jetzt fehlen nur noch die Weintrauben. Herr Lehrer, Hilfe, Herr Lehrer. Ziehen Sie. Au. Ah, danke schön. Dieser Igel ist gemeingefährlich. Ich mag dich nicht mehr. Blödmann. Dann spiele ich lieber mit meinem Frosch. Nein. Du hast meinen Frosch aufgegessen. Alter, schaut euch mal diese große Bowlingkugel an. Dieser riesige Igel gehört unter Naturschutz. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Ich habe jetzt für dieses Video 4,5 Stunden aufgenommen. Daher zwei Teile. Ich hätte die Drachen in diesem Video hier nicht lustig zeigen können. Teil 2 mit Drachen, Drohnen, riesigen Pflanzen findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm verlinkt. Richtig cool. Einfach draufklicken. Sollte das Video nicht da sein, dann kommt es in sehr wenigen Tagen. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Hoffe, dass wir uns gleich demnächst bei den Drachen, Trollbots und anderen Mods wiedersehen. Das war auf jeden Fall euer Senfglas, der Koppa. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. What?